Willkommen zurück zu Dark Souls. Wir sind hier nach wie vor in der großen Leere und sind immer noch verflucht. Und ich wollte jetzt immer noch gucken, ob ich jetzt hier irgendwie weiterkommen werde. Wir waren ja schon irgendwie ganz unten bei den ganzen Pilzen und sowas. Und da hatte ich jetzt auch eigentlich vor, wieder hinzugehen. Die Frage ist nur, ob ich das schaffe. Ich versuche auch irgendwie den einen Part da mit dem Frischen zu umgehen. Da haben wir hier einmal... Oh, war ich zu langsam? Dachte ich, die erwische ich noch. Hier halt auch nochmal schön. Hier, da wurden auch noch zwei andere verflucht. Das ist ja super. Da, nein, 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 nein. Oh. Erster Tod unter 2 Minuten. Das kann nur noch besser werden. Yay. Oh, wieso müssen diese Bäume auch so rutschig sein? Regnet es doch bestimmt nicht rein. Oder vielleicht doch? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist dieser Baum nach oben hin offen? Bestimmt. Sonst würde hier nicht so viel Scheiße reinfallen. Na egal. Müssen wir uns keine Sorgen machen mehr über irgendwelche Seelen, die wir verlieren oder sowas. Da halt nochmal hier der Lizard. Der halt weg ist. Hab ich schon gesagt? Nein! Oh, nein! Oh, oh Mann! Wie kann man nur so scheiße sein wie ich? Ich weiß auch nicht. Gut. Das passiert, wenn man halt die Frische umgehen will. Da muss man halt ein Risiko eingehen. Hätten wir volles Leben, würde es wahrscheinlich nicht sein. Man könnte wahrscheinlich auch irgendwie was anziehen, was mir mehr Fluch ist. Wieso trage ich eigentlich den Ring? Schon wieder vergessen. Ach ja, klar, weil ich ja... Hier, ich habe doch hier verstärkt Fluchresistenz. Nehmen wir den nochmal. Dann haben wir eine viel größere Fluchleiste. Haben wir eine größere Chance, Flüchen zu umgehen. Ich überlege gerade, was war denn jetzt überhaupt die Möglichkeit, Fluch wieder aufheben zu können. War das mit Menschlichkeit? Dass halt eine Menschlichkeit benutzt und das entfernt den Fluch? Ich weiß es nicht mehr. Ey, wieso kriege ich denn den einen Stamm nicht? Ich will den anderen Stamm, verdammte Scheiße. Ist doch nicht wahr. Na gut, dann gehen wir halt jetzt zum Frischen. Ja, weil ihr es seid, damit ihr nicht nochmal 300.000 Tode von mir angucken müsst. Bin ich nicht gnädig? Ich glaube nicht. Den kriege ich auch nicht. Okay. Ja, gut. Also abkürzen ist hier nicht mit mir. Wir müssen den ganz langen Weg gehen. Gut, verstehe. Bin ja schon ruhig. Machen wir. Gar kein Problem. Okay, vielleicht doch. Mal gucken. Und dann weiß ich nicht. Wenn wir bei den Pilzen angekommen sind, dann ist ja sowieso ein Halleluja groß erwartet. Weil erstmal da lebend ankommen und dann halt auch noch sich darüber freuen. Eher Pilze und sowas. So, ihr Deppen. Da unten sind auch noch diverse andere Spieler hier verflucht. Was komm. Ja, was war denn das jetzt? Was komm. Ja, was wird denn das jetzt? Ja, ist ja süß. Bam. Also Fluchresistenz ist jetzt durch den Ring schon wirklich extrem gestiegen. So, der auch weg. Jetzt habe ich irgendwie so gar keinen Schiss mehr vor denen. Die können ja gar nichts. Fällt da einfach mal eine runter und ich denke so, wow. Auge des Todes, yay. Was ich irgendwie bei irgendwen dann verwenden kann. Hab vergessen bei wem. Kann ich ja dann nochmal nachlesen. War es Nito? Kann sein. Oder Naito. Ich nenne es Nito. Das ist auch immer verflucht worden. Auf der Flucht. Da drüben liegt ein Item, aber da komme ich bestimmt mit meinem Leben nicht hin, wenn ich jetzt da runterspringe. Deswegen probiere ich das gar nicht erst aus. Wahrscheinlich liegen ja auch noch zu 300.000 Millionen Items. Weißt du, wo ich überall nicht hinkomme, weil ich einfach zu scheiße bin oder sowas. Na, da drüben würde auch ein Item liegen. Mich würde ja schon interessieren, was halt da überliegt, aber gleichzeitig will ich halt auch unten gucken, was erwartet uns denn unten und sowas. Ach, was mache ich denn? Hier, mach mal. Wollte ich hier schon zu Fuß runtergehen, also wirklich.
Was fällt mir denn ein? So, dann waren doch hier irgendwie zwei Frösche oder sowas, ne? Hier wieder auf die Löcher aufpassen. Kuckuck, Frosch. Ja, gut. Jetzt haben wir unten noch einen Frosch mehr. Das ist ja super. Freut mich ungemein. Kuckuck. Jetzt haben wir dann noch einen Frosch mehr. Ja, ist ja ein Traum. So, dann wollte ich hier in die einzelnen Löcher nochmal runter gucken. Aha. Aha. Ich gucke halt nur immer so ein bisschen, ob ich hier irgendwie ein Item übersehe oder sowas. Bin ich, glaube ich, einmal rumgegangen. Es war doch hier noch das eine Loch. War das hier? Hey, da ist irgendwer gestorben. Yay! Hier ist noch so ein Loch. Da ist auch ein Item. Und ich krieg das nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, leck mich fett. Ich meine, die machen ja so keine Attacken, ne? Die machen ja nur ihren Fluchdingens, oder sehe ich das verkehrt? Nee, doch, die springen ja einen auch so ein bisschen an. Und dann ist Polen offen, so nach dem Motto. Ja, fall am besten runter, während du dieses schlägst. Aber ich finde den Zweihänder schon wirklich sehr cool. Aber er ist halt ein bisschen lahmarschig. Aber nur so ein ganz bisschen. Aber er macht ordentlich Damage. Besonders mit seinem Feuerschaden hier. Gut. Wahrscheinlich habe ich irgendwo eine Kröte übersehen oder ist hier runtergefallen. Da unten kommen dann schon die Pilze. Aus der Pfanne. Ganz langsam, da unten ist auch so ein Pilz. So ein Item. Mal sehen, ob ich das irgendwie kriege. Na, springt hier doch schon wieder irgendwer herum. Ah ne, gar nicht wahr, das waren die Dinger da. Okay. Da ist das Item. Nein! Okay, dann nicht. Dann nicht. Wo sind die denn jetzt hingelatscht? Die euren Pilzchen. Ach, da sind sie. Na, kleiner Mann. Ja, ihr seid tollpatschig. Ich weiß. Bäm. Müsste mich eigentlich auch schon wieder fast heilen. Oder wie viele kommen denn da? Na, das fall mal hin. Oder so, es geht auch. Ich komm da nicht mal hoch. Aua. Heilen. Okay. Jetzt haben wir da unten welche. Ein Frosch ist hier ganz runtergefallen und ist dann gestorben. Das ist ja ein super Ausgangspunkt. Ich habe da hinten eine Höhle, da kann ich reingehen. Ich gehe da mal ganz schnell hin. Ich laufe und laufe. Das ist keine Höhle, verdammt. Verdammt, da hinten ist ein Durchgang. Da gehe ich mal durch. Hallöchen, Pilz. Bin mal weg. Die kommen hier nach. Bäm. Ich hoffe nur, dass hinter mir jetzt nichts ist. Die gehen ja einfach zurück. Das geht doch nicht. Wow, okay. Und dann bin ich gleich wieder außer Range. Ja, natürlich. So. Ja, Boing Flip, ne? Ich sag's dir. So, mal sehen, kriege ich den auch noch hier irgendwie? Der kommt ja gar nicht durch, ne? Sehe ich das richtig? Der zu fett. Ja, dann lasse ich den mal zu fett sein. So, dann drehen wir uns um. Ach du Kacke. Ein Nebeltor. Aber hier soll es ja keinen Boss geben. Da muss ich jetzt auch nicht so einen Schiss haben. Ne, kein Boss. Was erwartet uns hier? Aschesee. Ups. Ach du Kacke. Sind ja Millionen von diesen Bäumen. Und sie ragen alle in den Himmel. Beziehungsweise. Moment.
dann ist die ganze Welt, auf der wir da oben herumlaufen, auf Bäumen aufgebaut, die keine Baumkrone haben. Oder aber sie haben eine Baumkrone und sie sind dann so eine Art Weltenbaum oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Wow. Wow. Okay, und sie kommen direkt aus dem Wasser heraus. Da unten sehe ich ein Leuchtfeuer. Das ist richtig. Was haben wir denn noch so? Baum, Baumrinde, eine unsichtbare Wand. Laufen wir erstmal zum Leuchtfeuer hin. Oh, fuck. Wir laufen ganz schnell zum Leuchtfeuer hin. Aber ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell. Gut, das hätten wir. So, dann rasten wir auch mal. So, und dann muss ich mal kurz gucken. War das jetzt mit Menschlichkeit, dass ich die verwende und dann geht's mir wieder gut? Nein. Wie war denn das jetzt, dass ich das mit dem Fluch aufhebe? Gab's dafür ein Item oder muss ich da zu diesem Priester hin? Guck hier mal so ein bisschen. Toxifiziert Feind. Bestimmte Arten von Feinden an. Nee. Naja, muss ich dann wohl zu dem Priester hin und mich dann halt heilen lassen? Also zu dem Priester halt da oben im Glockenturm. Wenn ich mich nicht irre. Informiere ich mich nach der Folge nochmal. Okay. Gut, das heißt, ich kann das Lagerfeuer hier auch nicht entfachen und sowas. Gut, gehen wir mal in Zweikampf. Scheiße. Gehen wir mal in Zweikampf mit der Hydra. Ich freue mich jetzt schon. Sie ist im Wasser, das heißt, wir ziehen den anderen Ring hier an. So, warte. Den hier. Dann brauchen wir eine andere Waffe, weil die ist mir dann zu langsam, wenn die ihr Kopf wieder in den Boden steckt und sowas. Was nehmen wir denn da? Kristallhellebarde, ja komm. Sonst benutzen wir sowas nie. Dann nehmen wir mal so eine Kristallwaffe hier. So, und der Miranda. An Speck. Nein, das war verkehrt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte laufen. Damit sie mich mit ihren Geschossen da gleich nicht kriegt. Hallöchen, Hydra. Na, auch hier? Finde ich ja voll Knorke. Wow. 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 Okay, die Hydra kann mich mal. Ich gehe einfach an der Hydra vorbei. Nehme mein Schwert wieder in die Hand. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Das Schwert ist irgendwo da oben. Da. Das ist das Claymore. Ich wollte jetzt eigentlich hier nochmal ein bisschen das Feuerschwert hier ausprobieren. Obwohl wir können... Ja doch. Doch, das Feuerschwert. Wollen wir es denn? Zweihänder hieß es, ne? Zweihänder. Feuerzweihänder. Da. Gut. Dann gehen wir einfach mal dran vorbei. Gucken, was ist dann hier drüben auf der anderen Sandbank. Kommt man da auch zum anderen Baum hin? Bestimmt. Aber zu den anderen Bäumen bestimmt nicht. Ja, die paar Seelen jetzt... Ja, müssen wir drauf verzichten. Ich glaube, sie sieht mich. Das ist nicht gut. Sie hat mich voll im Target. Ich gehe da mal. Hier liegt ein Item. Ein Drachenstein. Nee, die kriegt mich nicht. Die kriegt mich nicht. Der kann doch bestimmt nicht an Land laufen. Die kann bestimmt nicht an Land laufen. Oh mein Gott. Sind das Muscheln? Gigantische Muscheln und ein Dämonenschädel. Oh mein Gott. Wow. Holy shit. Was tut die da?
Wow. Und da kommt die Muschel an. Ja, leck mich fett. Ja. Okay. Also Hydra kann fliegen. Okay. Check. Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Aber nun gut. Gehen wir weiter. Wir wollen da auf die andere Seite kommen und hier nicht unbedingt ins Wasser fallen. Ich falle hier ins Wasser. Dann mal weiter. Irgendwie so mit nicht so ins Wasser fallen und sowas. Das wäre echt voll dufte. Aber sobald man halt hier wirklich zu tief ins Wasser geht, ist halt Ende Gelände. Schwimmen ist nicht. Da hinten liegt auch noch so ein Item. Ja, vor allem Muscheln müssen wir uns wahrscheinlich so ein bisschen in Acht nehmen. Nur so ein bisschen. Nicht allzu viel. So, komm. Ich will da auf die andere Seite der Sandbank. So. Hydra ist wieder unterwegs. Ach, okay. Sie hat mich einfach so abgeballert. Das ist nicht nett von der Hydra. Nee, nee. Gar nicht nett. Alter, und dieser Weg ist so weit, ne? Also, es sieht jetzt gar nicht so weit aus, aber er streckt sich halt so in die Länge. Das ist unglaublich. It's unbelievable. It's motherfucking unbelievable. Los, komm, lauf. Ist vielleicht dann doch besser, wenn wir auf der anderen Seite der Sandbank bleiben hier. Da halt erst rübergehen, wenn sie einmal rübergeflogen ist oder sowas. Weil so kann sie mich da nicht treffen. Außer sie schießt natürlich ihre Feuerbälle, während sie hier rumdingst. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Wahrscheinlich wäre das jetzt mit vollem Leben und sowas nicht das Problem. Und wieder auf die andere Seite der Sandbank. Wow. Da hinten ist tatsächlich ein Eingang. Hier, das Item sammeln wir schnell ein. Ohne abzurutschen. Noch ein Drachenstein, was man mit den Drachensteinen machen kann. Könnt's mir mal kurz angucken. Oh, oh, nein, ich kann es mir nicht angucken, weil da so eine dämliche Muschel kommt. Muschel. Okay, die Muschel wurde erledigt. Oh, fuck. Okay. Aber wir sind hier einigermaßen safe. Dann gucken wir uns jetzt doch mal tatsächlich die Muschel an. Den Drachenstein. Drachenstein, Drachenstein, Drachenstein. Wir haben doch davon jetzt zwei schon eingesammelt, ne? Ist das ein anderes Item? Unter welche Kategorie von Item zählt das denn? Also hier nicht. Herstell-Items? Verstärkt Drachenwaffe. Okay. Gut. Ach, was mache ich denn? So. Muss jetzt gleich an der Hydra vorbei. Um dann in die Höhle zu kommen. Ich gehe da mal. Ich laufe. Und laufe. Und habe keine Ausdauer mehr. Und ich laufe. Die ganze Sandbank entlang. Verfolgt mich jetzt die Hydra hier? Oh fuck, sie verfolgt mich. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, 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 weiter. Da ist wieder so eine Muschel im Sand. Ich sehe dich. Aber das ist mir jetzt alles egal. Ich will jetzt wissen, was da hinten ist. Nämlich hier, das eben war keine Höhle im Baum, sondern es war halt einfach nur Wurzeln, die halt sich täuscherisch
gedingst haben. Oh, Kacke. Nein! Ja, klasse. Okay. Also, wir kommen hier jetzt nicht vorbei, ohne die Hydra zu erledigen. Und bevor ich mich nicht vom Fluch geheilt habe, können wir das sowieso knicken. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich mache hier eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich dann weiß, wie ich mich vom Fluch befreie. Und dann mal gucken, ob wir jetzt hier weitergehen können oder sowas. Ich habe keine Ahnung, mich würde aber interessieren, was halt da hinten in dem Baum drin ist. Aber vielleicht muss das halt auch einfach noch ein bisschen warten. Ne? Na gut, dann bis dann. Tschüss.